Hi Leute, da bin ich wieder. Ja, im Teil 33 hier meines House Flipper Let's Plays. Ja, was soll ich großartig sagen? Wie ihr seht, das ist jetzt hier das Kinderzimmerles, ne? Da können wir ein paar Kinder unterbringen. Da kannst du zeugen, wie Weltmeister. Also nicht hier drin, verstehst du? Also Kinder zeugen und dann, wenn sie da sind, dann ja ins Zimmer halt geben, verstehst du? Gut, okay. Ja, ansonsten. Hier hätten wir. Moment, da habe ich noch was zu montieren. Ich wurde gebeten, ich soll noch ein erwachsenes Schlafzimmerles machen. Mache ich jetzt natürlich hoch. Ja, hoch damit bitte. Danke. Zack. Ja, gut. Läuft, ne? Feine Sache. Gut, weitermachen. Und zwar, das soll ein Schlafzimmer werden. So wurde ich drum gebeten. Oh, Mann, 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 was mache ich denn jetzt? Gehen wir hier hin. Fußböderles, Bodenflieselis. Hm, ja. Ach, das ist ein Schmarrn. Ich rede nur Krampf, echte. Paneele Zebraholz, das ist schön, finde ich, ne? Oder? Ja, doch, ist was Schönes. Für ein schönes Schlafzimmer. Gefällt mir ganz gut. Ja. Globe, damit können wir arbeiten. Oder? Ja. So, Leute, jetzt müssen wir noch ein bisschen streichen. Aber. Halt. Ich habe noch jede Menge Reste. Boah, meine Kniescheiben. Mann, oh Mann. Ich nehme jetzt einfach mal den Kübel hier. Den muss ich auch noch verwerten, ne? Weil ich kaufe doch nicht immer wieder neu nach. Das muss irgendwann mal reichen hier. So. Jetzt schön fein gestrichen. Ja, okay, ich kann loslegen, sagt er. Fangen wir mal an. Aha. Oder? Ja. Gut, ne? Gut, fein. Könnte vielleicht auch so eine Art wie Teenager-Schlafzimmer-Kombination sein, ne? Wo man dann sagt, ja, gut ist. Okay. Boah, aber das Haus ist echt riesig, muss ich sagen. Aber brauchst du natürlich auch. Wenn du eine große Familie gegründet hast, braucht natürlich jeder sein Reich, ne? Gut, ja, läuft so ein bisschen. Ja. Ah, schön. Gut. Ja. Feine Sache. Ja, läuft, ne? Oder? Ja. Gut. Oh, ausgegangen. Aber ich will jetzt auch nicht nachkaufen. Oh Mann, was mache ich jetzt? Da müssen wir Reste verwerten, hilft nichts. Hopp. Ah. So, was nehme ich jetzt? Bisschen weiß, ne? Ja, muss auch weg. So. Jetzt mache ich sowas, ja, wie so einen kleinen Effekt. Halt, Schmarrn. So. Einmal. Gut. Soll das wie so ein Effekt werden? Moment. Man sagt, wow, wie hast du dir das einfallen lassen? Und ich sag dann, Reste verwerten, stehst du? Oh ne.
Ach, wisst ihr was? Ich habe ja eigentlich gar nicht mehr Farbe. Dann kann der Kübel ja eigentlich auch weg, ne? Da ist nicht nur noch Abfall. Hopp! Oh, ich habe echt nichts mehr über. Wow. Das ist jetzt natürlich schon toll. Heißt, ich bin alles losgeworden. Jetzt kommt mir eine blöde Idee. Moment. So. So, liegt da und einfach mal so ein bisschen drüber. Oder? Nee, lass ich das. Ach komm, ich lass das. Genau. Das können wir dann hier verwerten. Das Zeug, ne? Das restliche. Hoffe ich. So. Hier haben wir alles soweit. Leute, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber so schlecht sieht es jetzt nicht immer aus, ne? Ich habe mir das Ganze viel schlimmer vorgestellt. So, jetzt brauchen wir natürlich eine Heizung, haben wir gesagt. Anschlüsse, Heizungen, ja. Nehme ich. Hab ich, jawohl, schön. Na, was ist jetzt? Komm, Zocki. Zocki, jawohl. Ja. Ja. Mhm. Feine Sache. So. Jetzt haben wir gesagt, Schlafzimmer soll es werden. Gut. Was brauchen wir für ein Schlafzimmer? Genau, eine Einbauküche. Entschmarrn. Und dafür brauchen wir ein Bett. Ist doch klar, Mensch. Möbeles. Schlafzimmerles. Doppelbettes. Wo ist es? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Was nehmen wir für ein Bett überhaupt? Das sieht nicht bequem aus. Ich hätte gesagt, so ein schönes Pfingstrosenbett. Ah. Ich zum ersten Mal. Ich kann mir darunter gar nichts vorstellen. Doppelbett Dora, Doppelbett Mal. Was? Haha, wie süße Kissen, ne? Lol, schaut gut aus, ne? Naja, könnte was haben, ne? Ah, jetzt schaut es wieder ein bisschen affig aus. Ah, besser? Ja, nehme ich so. Okay, passt. So, jawohl, ja. So, ne? Gut. Das Schlafzimmer ist kein Ort für Spielsachen. Ja, schön. Habe ich gut gemacht, ne? Vier Schlafzimmer. Haha. Wesig, wesig. So, was machen wir jetzt noch? Ja, jetzt brauchen wir jede Menge Geraffel drinnen. Heißt Kleiderschrank. Standard. Ulme, ja. Griffe Jolt, ja, nehme ich. Gut ist, ne? Ja. Sieht sogar richtig gut aus. Nehme ich hier so. Passt, ja. Da kommen wieder Schminktischelle hin, ne? Kommode Peone, was heißt denn das hier? Amerikanische Ulme, jawohl. Ja gut, können wir eigentlich auch hier was reinklatschen, so ein bisschen für Deko-Geraffel, ne? Schön, ne? Ah, da. So, Schminktisch, LS. Ne, müssen wir weiter rauf hier. Nö. Nachttische, Schminktische. Super. Ja, so war schon ruhig was. Das schaut gut aus, ne? Buche, Kirschbaum. Ne, ist nichts mit bei. Also, ich brauche irgendwas mit Ulme, ne? Brauner Kaffee. Ne, ist alles nicht in meine Farbe. Buche, Salpel. Ne. Ha, Mann, was passt jetzt da nicht? Amerikanische Ulme, super, haben sie da, ne? Boah, hey, das ist ein Klotz hier aber, ha? Aber? Ich könnte ja den Klotz auch hier hinklatschen, ne? Ist da was? Macht da was? Habe ich mich schon so ziemlich entschieden. So. Ding kommt einfach rüber.
Okay, komm. Bitte. Okay. So, jetzt brauchen wir noch ein Stühles, ne? So ein Puffpourri oder wie Sache, wie heißt das Ding? Keine Ahnung. Fichte. Ulme. Ja. So oder so kommt da Wende. Ah, wieder noch, ne? Ich mach das einfach mal so hier. Und. Ja, passt. Ist jetzt nicht so unbedingt das Optimum am Maximum oder Maximum am Optimum. Kannst du dir aussuchen, wie du willst. Aber ja, Nachttische, so. Lass uns doch einfach mal zufrieden sein, ja? Linkes und rechtes. Okay, dann nehmen wir mal linkes. In Sem Ulme. Genau, schön. Grundlage Gräu können wir lassen. So, da ungefähr. Ein Ritzel oder zwei Ritzel freilassen. Ne, mach mal ein Ritzel. Moment, zack, jetzt. So werdet. Ja, so muss reichen eigentlich, ne? Hallo, wo ist der nächste Kästeles? Linkes, rechtes, genau. Auch in der Ulme. Danke. Okay, das geht nie, haben wir gesagt, ne? Ah ja. Gut, jetzt brauchen wir natürlich wieder Beleuchtung. Jede Menge. Na, Moment. Mir gefällt jetzt die persönlich am allerbesten. Nee, Gold, ja. Okay. Nee, schaut doof aus. Aber es schaut gut aus, ne? Ja, nimm mal. Ja, glaubt, können wir so nehmen, ne? Ja. Wenn ich jetzt hergehe und sag, hey, schön, ne? Aber brauche ich jetzt unbedingt diesen Kraftstrahler hier, diesen Flutlichtstrahler? Ihr kennt mich ja, ich bin ja mehr so der Halogen-Typ, ne? Beleuchtung. Stehendecke. Ja. Halogen. Da haben wir ja. Mehrere. Genau. Passt. Hopp. Passt. Passt. Passt auch, wa? Ja, hier können wir natürlich auch noch eine Rinne klatschen, ne? Ja, sieht auch gut aus, ne? Können wir eigentlich so lassen. Ja, da bringen wir Kind rein, aber da könnte man theoretisch, aber das macht ja keinen Sinn hier. Okay, wenn ich jetzt den jetzt hier wegballer, Moment. Und zack. Reicht doch. Es muss nicht heller sein, es ist doch hell genug. Heißt das Schlafzimmer und nicht halt mich Wachlichtzimmer, ne? Genau, blende mich wieder Wachzimmer, so heißt es. Ja, gut Leute, dann machen wir noch ein bisschen so Deko-Kitsch rein hier. Und dann sind wir eigentlich auch schon mit dem Zeug durch hier. Also mit diesem Schlafzimmer. Lalalala, Deko. Ja, genau. Jolt, nehme ich. Genau, so. So, jetzt brauchen wir natürlich irgendwas Liebliches. Ja, genau, Sonnenuntergang. Sonnenuntergang ist immer gut, finde ich, ne? Den kannst du immer dir irgendwo aufhängen. Immer. Hopp, so. Ja, so ist genau super, ne? Und hast du nicht gesehen. So. Jetzt brauche ich natürlich auf der anderen Seite auch so ein bisschen was Ähnliches. Es soll sich ja so eine Art wie Gleichgewicht einpendeln. Moment. Bergengipfel. Ich weiß nicht.
Ja, Gitarre finde ich gut, aber habe ich doch in einem anderen Zimmer auch schon gehabt, ne? Foto Waldfluss. Fische. Fische. Genau. Und, ja. So war das, ne? Glaube ich, so. Oder? Ickes hätte gesagt, Gutes, ne? Aber ich glaube, der hängt echt so ein bisschen. Moment. Bitte. Ja. Besser. Wesentlich besser. So, jetzt brauchen wir ein bisschen so Kräutergewächs. Moment. Holographisch braucht man natürlich nicht. Bogenhanf. Ja, so. Das klingt gut. So, jetzt, na? Schön Unkräuteles. Wenn du aufstehst, hast du Unkraut. Um die Nase, Moment, pass auf. Mach mal das so. Kann man natürlich so auch machen. Oder? Wirkt ein bisschen zu überladen? Ich glaube schon. Ja gut, da müssen wir es halt drauf klatschen. Na, da wirkt es gut. Kleiner Spaß. Nee, wisst ihr was? Ich stell den raus hier. So. Na, hier in die Ecke, genau. Da wollte ich schon die ganze Zeit was reinstellen, ja. Ja. Steht sich gut, ne? So, ich brauche für Schlafzimmer irgendwas. Ich muss jetzt nicht so prunkvoll, groß und was weiß ich, und hasse nicht gesehen sein. Sondern Paradiesvogel, Goldwäschen, ja, ne? Genau, das ist so ein bisschen so die liebliche Variation von, keine Ahnung, was. Ja, genau. Hm? Na, schön! Nee. So, was mag ich jetzt? Romantische Rosen, genau. In Beige. Wenn ich hier ohne meinen hinklatschen, könnte ich eigentlich, ne? Das wird jetzt nicht so schaden. Halt. Ein bisschen weiter vorne, oder? So mittig, ne? Ja, passt. Sieht doch nicht so schlecht aus. Okay, brauchen wir noch einen Teppich. Ja? Teppich. So, bitte. Oh, was nehme ich denn jetzt? Irgendwas in Bläu, hätte ich gesagt, ne? So ein schönes, saftiges Bläu. Yachtsteppich. Ach, den gebe ich sogar in Bläu. Oder in Grau. Grauherzig, ne? Ja, dann nehme ich sowas hier. Halt, ja, also diese Familie hier, die sind von Teppichen total begeistert, ne? Also dieses ältere Ehepaar, die lieben Teppiche. Warum ist sie ohne? Aber ist halt so. Ja, Leute, ich glaube, ich stelle mich jetzt mal so hier so ein bisschen in die Ecke. Ja, das wirkt schon ganz anders. Okay, Leute, wir haben es geschafft für heute. Wir machen jetzt einfach mal wieder einen Cut. Stehst du? Warum? Ja, weil haben wir noch ein bisschen was vor und deswegen müssen wir uns jetzt noch ein bisschen schonen. Und sehen uns hoffentlich bald wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr Bescheid. Abonnieren dürft ihr. Ohne Wenn und Aber. Da ist keiner böse. Einfach Abo-Taste und gut ist, ne? Wenn ihr wollt. Ich sag danke fürs Zusehen. Bleibt anständig. Und ich hoffe, wir sehen uns in der Fortsetzung. Wir haben noch ein Bad zum installieren. Und im Keller müssen wir noch ein bisschen was machen. Also Leute, bis bald. Tschö, Papa.